Auch ich beschäftige mich mit der Corona-Frage im weitesten Sinne und damit in zwei Applikationen, mit den beiden Apps, die sozusagen im Angebot der Bundesregierung sind. Es gibt ja diese Datenspende-App von Anfang April, die aus meiner Sicht wohl eher ein Ladenhüter war. Also ich habe zumindest keine genauen Zahlen gefunden, wie viele Personen in Deutschland davon Gebrauch gemacht haben. Und diese Datenspende-App, die soll ja über diese Smart-Uhren, also Körperfunktionen, erfassen und ans Robert-Koch-Institut weiterleiten, anonymisiert angeblich. Und auf der anderen Seite gibt es ja die Corona-Warn-App, die ja gestern angeblich mit sehr großem Erfolg gestartet ist. Die eine App, also die erste App, diese Datenspende-App, weiß also, wer ich bin. Die kennt meine Körperdaten, meine Körperfunktionen und die werden ans Robert-Koch-Institut übermittelt. Und die zweite App, die weiß, wo ich bin. Bisher sind beide Apps getrennt und jetzt hatte ich in einem Interview Herr Braun von Ihnen am 16.06. gegeben, der T-Online gegeben, habe ich gelesen, dass Sie davon geredet haben, in der Corona-Warn-App eine Datenspende einzuführen an das Robert-Koch-Institut. Also aus meiner Sicht diese beiden bisher getrennten Apps, Körperfunktionen und Aufenthaltsorte, zusammenzuführen. Meine Frage ist dahingehend, welche Daten sollen da aus der Corona-Warn-App übermittelt werden? Oder erstmal eingespielt werden und dann übermittelt werden und warum? Also für die Frage bin ich Ihnen ernsthaft dankbar, weil das Missverständnis müssen wir wirklich gleich mal aufklären. Also das hat gar nichts miteinander zu tun. Die Datenspende-App in der Tat war der vom Robert-Koch-Institut ins Leben gerufen worden, um mitten in einer Pandemie mehr Informationen auch gesundheitlicher Art zu bekommen. Das hat mit unserer Corona-Warn-App nichts zu tun, auch nicht in Zukunft. Was wir bei der Corona-Warn-App uns überlegt haben, ist Folgendes. Als wir damals entschieden haben, diesen dezentralen Ansatz zu wählen, also haben wir ja entschieden, dass außer sozusagen diese Nummernschilder, diese pseudonymisierten Daten von Infizierten, die quasi allen anderen zur Verfügung gestellt werden, damit sie gewarnt werden können, werden überhaupt keine Daten in irgendeiner Weise aus dem eigenen Handy ausgeleitet. So, das heißt, all die Fragen, die Sie in den nächsten Wochen bewegt, wie viele Leute wurden alarmiert, wie viele Kontakte wurden informiert, all diese Fragen können wir nicht beantworten, weil wir wissen es nicht, weil die App freiwillig und dezentral ist und deshalb keinerlei Daten dem Robert-Koch-Institut und schon gar nicht der Bundesregierung zur Verfügung stehen. Es gibt aber zwei Dinge, die sind von allgemeinem Interesse. Das eine, zu erfahren, ob der rechnerische Algorithmus, der das Risiko einschätzt in der App, ob der eigentlich präzise ist oder ob der verbesserungswürdig ist. In Apps, die mit Datenschutz wenig zu tun haben, in sozialen Netzwerken, werden sekündlich die Algorithmen anhand der Erfahrungen im wirklichen Leben neu justiert und lernen und werden besser. Und unsere App lernt momentan nichts. Und deshalb haben wir als Vorschlag, dass man in einer nächsten Version der App sie entweder so weiter benutzt wie bisher, es ändert sich nichts, es wird dadurch auch, entsteht auch kein Nachteil, ob man in einer zweiten Version eine Datenspende einführt, dass ich sage, ich bin bereit, die Daten über meinen Verlauf wiederum ans Robert-Koch-Institut zu melden, dann hätten wir die Chance, von diesen freiwillig abgegebenen Daten auch so ein Lernen zu ermöglichen und epidemiologische Auswertungen daraus zu machen. Aber Prinzip auch hier der doppelten Freiwilligkeit. Die App benutzen ist freiwillig und dann die Datenspende auch wieder nur, wer das zusätzlich freiwillig für sich wünscht, nicht notwendigerweise. Das würde sozusagen den Nachteil der dezentralen Lösung im Hinblick auf, werden wir immer präziser, dass wir die Richtigen warnen und können wir ein paar grundepidemiologische Ausleitungen anhand der Daten machen, rein ans Robert-Koch-Institut, völlig anonymisiert und völlig freiwillig noch machen. Das ist jetzt noch nicht spruchreif, aber das ist sozusagen der nächste Gedanke, das sollten Sie wissen. Und über Gesundheitsdaten, Standortdaten und personenbezogene Daten, damit wird die Corona-Warn-App niemals was zu tun haben. Zufrieden oder Nachfrage? Nachfrage. Unzufriedener als vor meiner Frage, deshalb eine Nachfrage gerne. Herr Braun, ich habe das Interview ja vor mir. Da loben Sie zunächst mal die Corona-Warn-App, höchste Datenschutzqualität würde da sein. Aber es würden Daten fehlen. Und dann werden Sie gefragt, welche Daten fehlen dann? Und dann sagen Sie angeblich wörtlich, wir
also wahrscheinlich die Bundesregierung, wollen im zweiten Schritt eine anonyme Datenspende in der App einführen, sodass Nutzer vollkommen freiwillig ihre Daten dem Robert-Koch-Institut übermitteln können. Also sie wollen die beiden Apps zusammenführen. Meine Frage nochmal, um welche Daten konkret geht es denn da? Was haben denn jetzt beispielsweise der Herzschlag oder die Körpertemperatur, was hat denn das damit zu tun, die ja erfasst werden über diese sogenannten Smartwatches? Was haben die denn damit zu tun, ob jemand an Corona erkrankt ist oder nicht? Also mal auf, das Wort Datenspende ist nicht von dieser einen App gepachtet, sondern alle Daten, die man hat, kann man sich überlegen, ob man sie jemandem gibt oder nicht. Und bei der Datenspende aus der Corona-App geht es nur um die Daten, die die Corona-App selber hat. Das heißt, die völlig anonymisierten Daten über die eigenen Kontakte, damit wir nur und zu dem Zweck, dass wir diese App optimieren können. Es geht nämlich dabei, muss man sagen, das wird auch noch eine Diskussion, das Thema ist noch nicht abgeschlossen, aber es geht dabei um die Frage, wenn einige Leute sich bereit erklären, ihre Daten auszuleiten an das Robert-Koch-Institut und wir dadurch für uns alle, die den Algorithmus hinter dieser App besser machen, dann kann es sehr gut sein, das ist jedenfalls meine Hoffnung, das ist auch realistisch, dass wir weniger Leute warnen, weniger Leute hinterher möglicherweise in eine Quarantäne gehen und wir präziser sagen können, wer wirklich ein Risiko hat, sich angesteckt zu sein. Also haben wir hier es auch mit einem Instrument der Grundrechtsschonung zu tun. Und deshalb ist, glaube ich, die Diskussion sinnvoll. Aber weil uns klar war, dass die natürlich schwieriger ist, als zu sagen, die App leitet nichts aus, ist das jetzt im ersten Schritt nicht enthalten, sondern es ist der nächste Schritt und über den werden wir sensibel reden. Und damit Sie es noch mal ganz klar haben, mit persönlichen Gesundheitsdaten, mit Smartwatches, mit Herzschlag, mit Bewegungsprofilen hat und wird die Corona-Warn-App niemals etwas zu tun haben. Vielen Dank. Unmittelbar dazu.